Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Ich wollte das nicht bewegen. Wieso bist du plötzlich aufgestanden? Ich habe keine Ahnung. Rechnungen sind gerade da. Die können wir auch bezahlen. Das ist kein Problem. Du hast gerade nichts zu tun. Das heißt, du kannst hier jetzt hier mal die Rechnung bezahlen, ne? So, hat jemand wieder Kuchen rausgeholt und den nicht gegessen? Das warst du. Ach Gott, ey. Wie sieht's mit dir aus? Für ihn ist es ein bisschen unordentlich hier drin. Das ist mir aber ziemlich egal. Im Moment. Martina, du kannst ein paar Bilder malen. Mal ein paar schöne Bilder. Das, mach erstmal das hier weiter. Das ist deins. Das hast du angefangen. Musst du auch zu Ende bringen. Ach Gott. Dieses Kameragedrehe, das andersrum. Das ist hier ziemlich nervig. Das ist doch nicht ganz genau die Perspektive, die ich haben will. So, das ist schon besser. Zack. Was willst du denn machen? Höheren Level der Gartenfähigkeit erreichen und eine Pflanze abernten. Hier gibt's nichts zum Ernten. Tut mir leid, oder? Nee. Sieht's hier aus? Da ist was. Hier kannst du alles abernten. Ah, shit, ich habe meine Stoppuhr vergessen. Naja, jetzt ist er an. Er will Programmieren üben und Bücher zu Ende lesen. Er ist angespannt, weil er eine längere Zeit nicht mehr in der Natur war. Nimm dir was zu essen. Nicht aus dem Kühlschrank, wenn es geht, sondern etwas, was hier schon draußen rumliegt. Weil es sich irgendjemand rausgeholt hat und es dann auch nicht gegessen hat. Bist schon fertig mit deinem Bild? Es ging aber schnell. Das machen wir mal hier rein. Dann kannst du hier den Stück Käsekuchen essen, das da irgendjemand liegen gelassen hat. Da liegt auch noch was. Ach Leute, könnt ihr nicht mal essen, was ihr alles rausholt? So eine Essensverschwendung. So, was wir jetzt? Bonsai trimmen. Ist doch schon getrimmt. Dann kannst du nicht mehr machen. Dann musst du erst warten, bis er nachgewachsen ist. Aber duschen muss er. Ja, er ist schon unterwegs. Ich mach mal ein bisschen schneller. So, was willst du machen? Realistisches Gemälde malen. Finde ich gut, dass du das machen willst. Dann mach hier mal ein realistisches, ein großes. Bring mehr Geld ein. Wie sieht's bei dir aus? Höhenlevel der Geigenfähigkeit. Komödie im Fernsehen ansehen. Dann leg los. Comedy-Kanal. Wie sieht's bei dir aus? Ach ja, stimmt, haben wir schon x-mal angeschaut. Bewässer hier mal deine komische Tulpe hier. Schon wieder ein bisschen länger her, dass ich gespielt habe. Ich glaube, Emma ist es. So heißt sie. Die hat heute Geburtstag. Nee, morgen erst. Kreativ begabt ist sie. Weil wir das Bestreben kreatives Wunderkind abgeschlossen haben. Bleibt das denn auch, bis du dann erwachsen bist? Ich hoffe es mal. Das wäre sehr praktisch. Naja, müssen wir halt noch einen Tag warten. Vielleicht. Na, ich glaube nicht, dass wir es das euch noch schaffen. Dann halt morgen in der nächsten Folge. Bleh. So, irgendjemand Hunger? Da liegt noch was zu essen. Du kannst hier das hier essen. Leg los. Angespannt, unkreativ fühlen. Kreative Sims müssen etwas erschaffen, sonst fühlen sie sich sehr unwohl. Oh nein. Wo bist du denn? Hallo?
Ach da, er kommt gerade reingelaufen. Ja, er wollte ja Programmieren üben. Kann er ruhig machen. Programmieren üben. Und du kannst hier mal in die Muckibude gehen. Hier mit geschwellter Brust laufen. Zum Glück geschwellt und nicht geschwollen. Ich glaube, mit einer geschwollenen Brust sollte man ins Krankenhaus gehen oder sich irgendwie untersuchen lassen. Aber nicht das bitte im Internet nachschauen. Da kommt sowieso immer nur Krebs raus. Oder Diabetes. Naja, ach Mensch, da ist jemand zu Besuch. Florian! Hey, altes Haus, hereinbitten. Was geht denn, mein Boy? Oh yeah! Was will ich denn machen? Joe kennenlernen? Kunstwerke im Museum betrachten? Lern mal deinen Bruder kennen. Freundlich kennenlernen. Er ist aus der Dusche raus. Unerfreuliche Umgebung. Ja, dann wisch sie doch mal auf. Wenn's so unerfreulich ist. Ach, der ist nur hergekommen wegen des Mikroskops. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Und verdammt ist das laut. Ja, meine Kinder müssen wenigstens gleich von der Schule zurückkommen. Er ist ein Genie. Theoretisch können wir aber Emma auch heute schon altern lassen. Ich meine, dass wir ihr Bestreben hier jetzt rechtzeitig schaffen, das ist ja unwahrscheinlich. Also werden wir mal hier kochen. Nee, wir werden einen Käsekuchen machen. Das ist ein Gourmet-Menü, glaube ich. SimCity Käsekuchen. Dann hör mal auf, hier rumzulaufen. Dann machen wir, dann altern, lassen wir Emma halt heute schon altern. Ist doch schön. Dann bin ich mal gespannt, wie sie als Teenager aussieht. Was stehst du denn hier jetzt rum? Du willst ihn in Gericht nehmen? Ah, warte lieber erstmal. Warte erstmal, bis hier Emma von der Schule wieder da ist und der Geburtstagskuchen ausgeblasen wurde. Anscheinend hat Emma Probleme in Mathematik. Sie kommt nicht über die 1 hinaus. Glückwunsch. So, die kriegen ihre Noten anscheinend. Okay, er ist zweier Oberschüler. Er muss eigentlich nur die Hausaufgaben fertig machen. Dasselbe ist bei ihm auch der Fall. So, mach mal hier Hausaufgaben. Wo ist Emma? Beschämt, grauenhafter Schultag. Du hast heute in der Kantine vor allen anderen ein Tablett verlassen. Wie peinlich. Was ist sie denn? Ach, sie duscht. Okay. Ah, mal ein bisschen schneller hier. Vor allen Verstecken. Ja, leg los. Ich ruf dich, wenn dein Geburtstagskuchen fertig ist. Ein besonderer Kuchen für ein besonderes Kind. Und für eine gebärfreudige Hüfte. So, Geburtstagskerzen. Dann gehst du jetzt erstmal duschen. Und Emma, geht dir die Kerzen auspusten. Dann kann ich das hier wegmachen. Hausaufgaben beenden. Jo. Lass ich dran. Wo ist sie denn? Ach, da kommst du. Jetzt ist sie im Weg. Buggy? Hallo?
Kerzen auspusten. Mach jetzt. Nur weil dein scheiß Bruder da im Weg stand. Hat er sich einfach mitten in den Weg gestellt und dachte, nee, du hast heute keinen Geburtstag. Also das hier ist nicht die Kerzen auspusten. So, Emma ist älter geworden. Teenager. Sie braucht ein Bestreben und eine Charaktereigenschaft. Mein RNG sagt, sie bekommen das Bestreben Nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Herrenhausbaronese. Dieser Sam möchte unbedingt das größte, ausgefallenste Haus besitzen. Geschäftstüchtig. Geschäftstüchtige Sims verdienen überdurchschnittlich gut. Ich hoffe, das gilt auch für selbstgemalte Bilder und so. So, und Merkmal Nummer 18. 1, 2, 3, bitte sei es Gutes. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Geek. Gibt's Schlimmeres. Ja, ich gebe dir mal andere Klamotten. Und jemand hat die Dusche kaputt gemacht. Ach, dann darf es... Dann mach du mal hier, reparier du das mal. Was ist mit dir denn los? Möchte vorbeikommen und abhängen. Jo, leg los. Ich werde dich nicht aufhalten. So, Emma. Also sie scheint schon eine gebärfreudige Hüfte zu haben. Zumindest so im Vergleich mit ihrem Oberkörper. Also schon mal sehr erfreulich. Vor allem für sie. Was machen wir? Was geben wir ihr jetzt? Ich weiß nicht, das gefällt mir eigentlich relativ gut. Ich gucke aber erstmal weiter. Ah, nee. Es soll schon so ein bisschen schlampig sein. Obwohl. Wie wär's damit? Aha. Oder damit. Das ist einfach als Alltagskleidung. Na, lassen wir mal. Sonst bekomme ich noch Ärger mit YouTube. So von wegen, ich sag hier nackte Menschen. Das hat ja Martina, ja. Glaube ich. Ach Gott, ey. Nur so ein Weihnachtspullover. Nein. Oder wir geben ihr ein Kleid. Wo ist denn... Hier sind Kleider. Kombination. Boah, so ein... Oder so ein Oma... Oma-Kostüm. Das gefällt mir. Gefällt mir sogar richtig. Sieht auch noch etwas aus, was man so an einem normalen Tag auch anziehen kann. Beinbekleidung? Soll sie noch eine Hose drunter anziehen? Ah ne, funktioniert so nicht. So, dann... Leggings könnt sie aber anziehen. Oder lasse ich die weg? Ah. Auf jeden Fall erstmal eine Schuhe hier. Hier, so schöne Pantoffeln. Das ist doch wunderschön. Damit kannst du jeden Mann verführen.
Ich finde, so kann sie sich blicken lassen. Wie sieht ihr Arm? Ach Gott, nee. 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 Nee, 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 nee. Wo kann ich denn hier jetzt... Da kann ich die Hüte wegmachen. Ich gucke erstmal, ob da was anderes gibt. Ja, anscheinend nicht so wirklich. So, machen wir hier auch wieder ein hübsches Kleidchen. Hier so eins. Aber das hier ein hellblaues, passt gut zu ihrer Augenfarbe. Sie hat ja so hellblaue Augen. Bei ihr gebe ich mir jetzt Mühe, dass sie jetzt ganz ansehnlich aussieht. Vielleicht noch eine andere Farbe? Nee, das sieht komisch aus. So sieht sie ein bisschen aus wie so eine Ballerina. Na, lass mir weg. So Kniestrümpfe, wie wär's damit? Oder solche einfach. Ne, das sind auch irgendwelche komischen Strümpfe. Hier, so weiße Kniestrümpfe. Wie so ein Schulmädchen. So Anime-Schulmädchen. Sportkleidung. Ja, passt. Schlafanzug. Ja, passt. Ausgekleidung. 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 Was schreit hier denn Ausgekleidung? Das hier vielleicht so dezente Ausgekleidung. Machen wir mal schwarz. Was scheint hier? Ich finde, das steht ihr. Ich habe von Mode jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung, aber ich finde, das sieht an ihr gut aus. Und dann... Ja, und dann vielleicht noch einen anderen Hut. Oh, so eine Prinzessin Leia Frisur. Ne, wir machen Hut weg. So, Badekleidung. Also die Sonnenbrille kann sie haben. Na, so ganz einseitig schwarz vielleicht auch nicht. Das finde ich ganz in Ordnung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie oft sie jetzt schwimmen gehen wird, aber ich finde, so kann sich blicken lassen. So, hat jetzt ein bisschen länger gedauert als sonst, aber wir werden mit Emma noch sehr viel Zeit verbringen. Da soll sie jetzt so ansehnlich aussehen. Du hast Lust auf ein richtig anspruchsvolles Spiel? Such im Baumodus nach einer Motion-Gaming-Ausrüstung. Ja, ja, ich glaube, die muss man freischalten erst über diese Computerkarriere. E-Sports-Karriere, glaube ich, ist das. Aber naja. Jo. Ja, ich werde die Folge hier jetzt beenden. Man sieht sich in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao!